Projekt Erzmobil ist für die Stadt Zwillens ein sehr bedeutendes Projekt, wo wir im öffentlichen Personennahverkehr das Problem der ersten bzw. letzten Meile lösen wollen. Also dort, wo zum Beispiel der Zug dann einfährt und wo noch mehrere Kilometer bis zum Wohnhaus sind, da haben wir jetzt ein neues Angebot vor den Augen, wo wir dann mit einem On-Demand-Fahrzeug die Bürger dann dorthin fahren wollen auf Vorbestellung. Und das soll im Dezember dann auf der Straße sein und heute haben wir die Verträge unterzeichnet dafür. Zwillnitz ist Smart City im Smart Cities Programm der Bundesregierung. Und ein Punkt der Digitalisierung ist auch das Thema Verknüpfung von Digitalisierung und Mobilität. Die Digitalisierung wird in allen Bereichen unseres Lebens einziehen und sie wird uns überall Chancen bringen, überall Vorteile bringen. Und deshalb freue ich mich, dass auch eine Kleinstadt wie die Bergstadt Zwillnitz aus dem Erzgebirge in diesem Programm schon in der ersten Runde mit dabei sein könnte.